Laterne, Laterne. Sonne, Mond und Sterne. Nein, Spaß beiseite. Ich bin noch voll im Flow, komme gerade vom Laternenlaufen und jetzt geht's ab zu Tobis Werkstatt hinterm Deich. Ich heiße alle wirklich herzlich willkommen und ich würde mal sagen, wir legen auch mal los. So, ich habe ein paar Notizen gemacht hier auf meinem Handy, also nicht wundern, wenn ich mal ab und zu da hingucke und gehört einfach dazu. Ich werde euch sagen, hot wird es auf jeden Fall, weil der Ofen brennt schon. Flach wird es, ne? Aber nicht lang schnacken, es geht rund. Ich möchte euch auf jeden Fall zeigen, was ich die letzten Wochen hier so getrieben habe in meiner Werkstatt. Dann geht es natürlich darum, so einen kleinen Ausblick, was die nächsten Wochen passiert. Dann natürlich den aktuellen Stand des Zauns, der ist endlich fast fertig. Und das ist das Thema Werkstattausbau. Und zusätzlich noch gestern, heute ist Freitag, ihr seht das Video am Samstagmorgen. Gestern am Donnerstag habe ich live gestreamt hier aus der Werkstatt. Der gute Sabbelbügel findet ihr bei Instagram, war hier zu Besuch. Und auch jetzt den Stream, den verlinke ich euch mal da im Eck. Aber ich hatte noch ein kleines Interview mit ihm, also das kommt hier auch in dem Video, also seid gespannt. Und ja, ich würde mal sagen, wir legen einfach los. Ach ja, eine kurze Frage noch zwischendurch. Kennt ihr eigentlich meine ganzen Social Media Aktivitäten? Instagram, Facebook, meinen Blog und natürlich den YouTube-Kanal. Den YouTube-Kanal kennt ihr, weil ihr seid ja hier. Aber ihr könnt ja auch mal da oben in die Ecke mal eine Umfrage dran teilnehmen. Wer mir wo folgt, würde mich wirklich mal interessieren. Ja, natürlich, da Instagram lohnt sich immer mir zu folgen. Gibt fast jeden Tag irgendwelche Stories aus meinem Real Life. Ja, und wer mir sich ein bisschen nicht nur für meine Werkstatt, sondern auch vielleicht für mich interessiert, der wird eben auch sehen, warum ich gerade zum Beispiel Laterne gesungen habe. Weil ich komme, wie gesagt, gerade vom Laternenlaufen und dazu gab es natürlich auch eine kleine Story. Aber als erstes, wie gesagt, diesen kleinen Rückblick, was die letzten 4 Wochen passiert ist. Vor ziemlich genau 4 Wochen habe ich meine Bosch PBD 40 umgebaut. Ich hole sie mal eben kurz hoch. Noch steht hier mal alles auf dem Boden, ist ein bisschen nervig, aber noch geht es nicht anders. Einen Augenblick, ich sage es hier gerade. Hoch. Es geht um den Umbau. War dieses schöne Rad mega cool. Ich habe mittlerweile schon bestimmt, weiß nicht, 50, 60, 70, 80 Löcher gebohrt und ich möchte nie wieder dieses Rad haben, was da dran war. Dieses Drehkreuz, 1000-mal besser. Ich verlinke es euch nochmal unten drunter. Also es ist kein Affinity und sonst was, sondern einfach jemand, der diese Dinger herstellt. Habt das da auch her und bin echt angetan. Aber wie gesagt, null Affinity, kriegt dafür nichts, aber schaut euch mal rein, wer die PBD40 von Bosch hat, der wird dieses Drehkreuz lieben, sage ich euch. Dann natürlich passend auch zum Thema hier Laterne, Laterne. Ich habe vor 2 Wochen eine Halloween-Laterne gebaut im Joker-Face-Design. Verlinke ich euch auch hier oben. Cooles Ding, passte wirklich perfekt zu Halloween. Ein bisschen gruselig, aber auch teilweise einfach ein bisschen cool. Ja, einfaches Ding, 4 Wände, Boden, Decke, oben der Deckel noch ein bisschen tricky. Wie gesagt, das Joker-Face ausgesägt. Video ist hier oben verlinkt. Schaut auch da mal gerne rein. Ja, und letzte Woche in dem Video, was hier auch oben natürlich verlinkt ist, habe ich euch gezeigt, wie ich für meinen Zaun einfach mal was ganz Einfaches tue. Und zwar ein Brett ohne Schrauben, ohne irgendwelche Anbauteile, Metallplatten, was auch immer, verlängere. Ganz einfache Verplattung. Aber viele von euch haben sehr toll auf das Video reagiert. Ist eine ganz einfache Variante, wie man Holz verlängert oder mal ein Brett verlängert oder eine Latte verlängert. Also auch da schaut mal rein. Freue mich da natürlich auch immer über Kommentare und auch wie hier drunter immer schön kommentieren, Daumen hoch und denn ihr könnt sicher sein, ihr kriegt immer eine Antwort. Versprochen. Das ist echt ein Versprechen meines Kanals. Jeder Kommentar bekommt eine Antwort. Versprochen. Und was nächsten Wochen hier kommt, ganz einfach. Das eine steht schon hier auf der Werkbank, ein neuer Laser. Und jetzt kein irgendwie 0815 Laser, sondern ein Laser, den ich für mein Alljahresprojekt brauche. Und zwar stelle ich ja jedes Jahr Hammer her. Hammer für das Thema Hammerhü. Auch da verlinke ich euch unten drunter mal ein Video, wo ich die Hammer schon mal hergestellt habe. Ich stelle die mal her für die Kiddies hier bei uns in dem Hamburger Umland oder Hamburger Land. Und die einzelnen Hammer verziere ich immer.
Sonst habe ich es immer mit so einer Art Servietten-Technik gemacht. Jetzt eben mit Laser. Und dieser Laser, den würde ich euch gerne mal zeigen, weil der ist erstens relativ günstig und zweitens extrem flexibel, weil er eben nicht gebunden ist an einer Höhe. Man kann das irgendwo draufstellen und darunter sein Objekt legen und ist da eben mega variabel und kann wirklich 15 x 15 cm lasern, also auch sehr, sehr groß und dazu ist er noch schnell. Tolles Teil und ich würde es euch gerne einfach mal zeigen. Das kommt jetzt in den nächsten Tagen. Und dann, wie gesagt, muss ich auch unbedingt mit den Hammern anfangen. Ich habe zwar schon ein paar im Petto, aber deutlich nicht genug, weil ich denke, auch dieses Jahr werden es wieder so irgendwas zwischen 30 und, sagen wir mal, 80 werden, irgendwie vielleicht auch nur 50, mal gucken, wie viel Zeit ich dafür habe. Denn die Dinger sind wirklich beliebt und auch wenn ihr einen Hammer haben wollt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare oder direkt per Mail an mail@tobiebel.de. Hier steht auch nochmal die Adresse. Schreibt mir gerne mal eine Mail, wenn ihr auch an so einem Hammer Interesse habt und den nach euren Wünschen verzieren lassen wollt. Wir wären uns da sicherlich einig. Und dann geht es auch endlich los mit dem Werkstattausbau. Ich weiß, ich rede da schon seit Monaten drüber, aber nun geht es tatsächlich wirklich los. Zaun ist fertig, die Hammer werde ich dann nach und nach machen. Ich muss dann noch vor Weihnachten ein neues Bett für meinen Sohn bauen, aber das ist auch eigentlich relativ schnell gemacht. Und dann geht es hier wirklich mit der Werkstatt los. Wenn mir auf Instagram folgt, der wird da auch live dabei sein, weil ich muss nächste Woche einfach relativ viel dafür schon einkaufen. Ob Holz, ob Dämmung und so weiter. Also folgt mir auf Instagram. Hier unten nochmal mein Instagram-Account und dann werdet ihr wirklich live dabei sein, wie ich mir quasi das vorbereite, meine Werkstatt hier für mich einzurichten, für euch ein bisschen einzurichten. Und dann wird es hier mega. Ich verspreche euch, es wird echt eine mega geile Werkstatt. Man Cave. Richtiger Männerraum. Und dann würde mich nochmal ein Thema interessieren. In den letzten Wochen gab es ja hier in der Community, so eine Maker-Community, relativ viele Unfälle, sag ich mal. Der Ali von Ali der Bastler hat sich verletzt, der Michael Truppe von Let's Bastel hat sich verletzt. Ich würde mich einfach mal interessieren, was tut ihr in euren Hobbywerkstätten, um genau das zu verhindern? Ein Unfall. Weil es ist echt schnell passiert. Eine Fleischwunde ist noch ein kleines Übel oder mal irgendwie ein gequetschter Daumen oder eine Verrenkung oder was auch immer. Aber es sind auch so schnell mit den Maschinen, die wir arbeiten, Gliedmaßen abgetrennt. Und wir sprechen hier von 10 Fingern. Also daher, mich würde mal echt interessieren, schreibt mal in die Kommentare, was ihr tut, um das genau das zu verhindern, damit euch nicht sowas passiert, wie es jetzt gerade in diesen genannten Fällen passiert ist. So, abschließend möchte ich euch jetzt das Interview mit Sammelbügel zeigen. Besucht ihn auf jeden Fall mal auf Instagram und da könnt ihr gleichzeitig mir auch ein Abo dalassen auf Instagram. Und ja, der Einspieler kommt genau jetzt. So, wie ihr ja wisst, wenn ich mal einen Maker treffe, dann stelle ich ihm meine 5, aber mittlerweile sind es teilweise 6 Maker-Fragen. Ich habe das ja schon dem Pommesman auf der Maker-Fair gestellt, dem Frank Shed habe ich das schon gestellt, dem Jonas Winkler habe ich das schon gestellt. Ich verlinke euch mal ein paar von den Kollegen unten. Und jetzt ist in meiner Werkstatt der Sammelbüdel, alias Kai. Wer bist du, wo kommst du her? Erzähl mal ein bisschen was für dich. Ja, ich bin Sammelbüdel, alias Kai. Ich komme aus Hamburg, quasi hier gleich ums Eck bei dir. Deswegen bin ich heute auch hier, ne? Und was machst du so? Was ich so mag, hauptsächlich was mit Metall. Also irgendwas Schönes schweißen, Möbel bauen, schön Möbel aus Metall bauen, inzwischen ein bisschen mehr mit Holz, schöne Kombination, so Industrial Look. Aber alles hobbymäßig. Alles hobbymäßig. Und er ist bei Instagram unterwegs, verlinke euch auch unten drunter. Sammelbüdel. Coole Sache, hat zum Beispiel eine Maker Soundliste bei Spotify erstellt. Könnt ihr mal ihm Vorschläge machen, macht er auch in die Playlist mit rein. Und dann können wir alle die gleiche Musik in unserer Werkstatt hören. Aber nun, nicht lange geschnackt, sondern ab zu den Fragen. Dein Lieblingswerkzeug? Mein Lieblingswerkzeug? Ah, definitiv das Wickschweißgerät, was ich im Moment nutze. Das Geilste. Das ist im Moment die Holzbasis. Ist so das Lieblingswerkzeug aktuell. Wickschweißen. Ja. Okay. Ich wüsste nicht mal, was das ist. Aber, ja, dann zeige ich dir noch. Ja. Zeige ich dir noch. Vielleicht sogar hier. Mal gucken. Ja, da musst du aber vorher durchfegen. Sonst brennt es, meinst du? Ja. Okay. Was war dein erstes Werkzeug? Das erste Werkzeug, Schraubendrehersatz. Schraubendrehersatz. Wie alt warst du da? 5, 6 um den Dreh. Okay, dann hast du bestimmt gleich was auseinandergenommen. Ja, tatsächlich. Ich habe ein Weihnachtsgeschenk auseinandergenommen und ja, 24. bekommen und 25. war es auseinandergenommen. Und nie wieder zusammengebaut? Nein, nie wieder zusammengebaut. Welche Persönlichkeit würdest du gerne mal treffen? Tot oder lebendig? Außer mich, mich kennst du ja schon. Ja. als Hamburger, Boah, das ist schwer.
persönlich. Soll spontan sein. Ja, spontan fällt mir da keiner ein. Wie, kein? Nee. Ich habe damals gesagt, dass mich das mal gefragt wurde, Heidi Kabel. Auch ja, das wär was, ja. Heidi Kabel oder... Also mittlerweile leider verstorben. Oder Heinz Erhardt, das wäre auch nochmal was gewesen. Heinz Erhardt. Das wäre auch nochmal was. Seinen Sohn habe ich schon mal kennengelernt. Ja. Den Marek erinnern. Kaffee oder Tee? Brauche ich nicht zu beantworten, Kaffee. Weil er hat jetzt schon wirklich, seitdem er ja. hier ist, zwei große Becher Kaffee getrunken. Und mittlerweile ist es 23 Uhr. Es ist jetzt Donnerstag, ich werde es ja erst am Samstag sehen. Ja. Also er ist definitiv Kaffee-Junkie, ja. würde ich sagen. Schwarz, ohne alles. So trinke ich meinen Kaffee auch, aber nicht mehr um diese Uhrzeit. Nee, du trinkst ihn morgens ein. Nein, 5, 6 Uhr überhaupt auch. Damit du auf Touren kommst. Ja. Okay. Dein Traum in den nächsten 5 Jahren? Oh, mein Traum in den nächsten 5 Jahren? Ja, mein Werkstattproblem vielleicht irgendwie in den Griff zu kriegen. Das muss man sagen. Erzähl mal deine Werkstatt. Ja, meine Werkstatt, es ist so, ich bin Mitglied in einer Gemeinschaftswerkstatt mit irgendwie, also wir sind 10 Leute, 9 Rentner und ja, die kommen dann nur zum Grillen und Kaffee trinken. Und er muss seine Werkstatt mit 10 Leuten teilen. Das ist hart. Ich möchte nicht mit ihm tauschen. Das ist manchmal hart. Also darum, er darf mich ruhig mal besuchen kommen. Hier darf er, vielleicht richte ich ihm da auch so eine kleine Ecke ein. Nein, tue ich nicht. Aber er darf mich trotzdem besuchen kommen. Letzte Frage, welche 5 Sachen, Quatsch, 3 Sachen. 3 Sachen würdest du gerne mitnehmen, wenn du auf eine einsame Insel gehst? Von meiner Familie? Das ist eine Sache, ja. Die Werkzeugtasche, die ich sowieso beim Kofferraum rumliegen habe. Werkzeugtasche, das ist auch fast ein bisschen... Ja, aber... Naja, aber weg lasse ich gelten. Ja, sonst, wenn du es nicht gelten lässt, irgendwie... ja, ein Beil. Ein Beil? Ein Beil, ja. Okay, was noch? Eine Sache hast du noch? Eine Sache habe ich noch. Was zu trinken. Naja, okay, das hätte ich jetzt sagen lassen, aber... Was zu trinken? Ich würde über Kokosmilch trinken, auch eine einsame Insel, aber... Kaffee. Na nee, gut. Er will Kaffee lassen, Geld. Kaffeemaschine. Aber ohne Strom und eine einsame Insel wäre auch doof. Aber naja, wir wollen das kurz halten, kurzes Geschnacke. Danke, dass du hier warst. Und wer den ein bisschen mehr kennenlernen will, ich habe am Donnerstag mit ihm zusammen eine Stunde gestreamt hier vom Kanal. Verlinke euch mal da oben im Eck und schaut mal rein. Wir haben ein bisschen geschnackt, war ganz witzig. Ja. Haters Gonna Hate war sehr geil dabei, also schaut mal rein und ja, jetzt geht's hier weiter mit dem nächsten Thema. So, aber nun jetzt endlich genug geschnackt. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Ich starte jetzt das Wochenende, ich freue mich wirklich drauf, ein bisschen mit der Familie zu verbringen. Morgen wird nochmal ein kleiner Laternenumzug machen, also auch da, Instagram, verfolgt mich mal, dann seht ihr das auch, weil ich bestimmt wieder ein, zwei Storys einblenden. Ja, ansonsten, wer noch nicht Abonnent meines Kanals ist, abonniert gerne unten, aktiviert auch gleich die Glocke, dann verpasst ihr nichts. Kommentiert, ihr kriegt auf jeden Kommentar eine Antwort versprochen. So, aber jetzt reicht's hier. Daumen hoch und ab ins Wochenende.